jetzt weiß ich wieder, warum ich früh um 3:30 schon wieder losgefahren bin. Seid herzlich willkommen bei Steckis Pictures World zu einer kleinen Erkundungstour am Büschdorfer See in der Lausitz. Ja, es ist 4:45 samstags morgen. Aber schaut mal selber. Das wird gut, sag nur. Ich tippe ja mal, dass dort am Horizont gleich die Sonne aufgehen müsste. Thank you.
Tja, was soll ich sagen? Was für eine irre Location hier wieder. Aber mein eigentliches Anliegen wäre jetzt nochmal persönlich ein Dankeswort an Daniel und seinem Kanal für die Erwähnung meines Kanals auf seinen Top-Blendlisten. Hat mich wirklich irre, sehr, sehr gefreut. Und ich wünsche allen denen, die jetzt dazu gekommen sind, natürlich viel Spaß bei mir am Kanal. Ich versuche immer ein bisschen schöne Landschaften zu finden, um dann mit euch kleine Wanderungen und eine kleine Fototour zu machen. Gelingt mir nicht immer, aber man gibt sich ja Mühe. In diesem Sinne, für heute erstmal genug. Halbe Tag ist ja schon weg, morgens um 6. Stecki sagt danke. Bleibt mir treu, wer Lust und Laune hat. Und vorerst ein schönes Wochenende und wir sehen uns hoffentlich. Macht's gut, bis bald. Vielleicht noch mal ein kleiner Nachtrag. Ich bin ja in Lübbenau im Spreewald. Ich habe meine Kindheit jahrelang verbracht, sagen wir mal so. Und ich kann mich entsinnen, dass wir immer als kleine Stöpkes und Jugendliche nach der Schule und auch am Wochenende und in den Schulferien und so weiter von Lübbenau aus nach Boblitz gefahren sind, in ein kleines Waldgebiet, wo ein, ich will ja nicht sagen jetzt See, aber gibt dem Kind mal keinen Namen, aber ein kleiner Kiestümpelsee halt zum Schwimmen und Baden für uns Jugendliche war halt schon schön. Vor diesem See stehe ich jetzt, allerdings sieht es jetzt mehr oder weniger so aus erstmal. Und ich habe hier vor lauter Bäumen, was damals kleine Sträucher waren und Büsche vielleicht im Höchstfall, keinen Durchblick mehr hier. Ich sehe hier sozusagen gar nichts. Würde aber gerne mal einen Blick rausschmeißen. Und um das wiederum zu machen, müssen wir uns eines Tricks bemächtigen. Ansonsten sehe ich hier nichts, keine Chance. Gut. Dann anders und schaut selber. Thank you.
eigentlich schon fast nicht anders zu erwarten war. Natürlich alles zugewachsen, versumpft, versottet. Nicht mehr der Rede wert. Wie gesagt, als Kinder war es ein schöner, klarer Kiessee mit Strandbereich und so. Sind wir gerne hingefahren. Aber gut, das ist ja auch schon gut 50 Jahre her. Okay, das soll es von mir heute gewesen sein. Wie gesagt, habt einen schönen Tag. Und ich wünsche euch was. Macht's gut. Bis später.